So, hallo und herzlich willkommen hier bei Need for Speed, The Run. Ja, ich würde sagen, wir setzen den Run mal fort, oder? So sieht's aus hier. Ich als Jack, fortsetzen. Bam, Alter. In der letzten Folge haben wir uns ja nicht ganz so mit rumbekleckert an der einen Stelle. Aber, ganz ehrlich, bei Highspeed-Rennen passieren oftmals schlimme Dinge. Und darauf muss man vorbereitet sein. Ich habe einen Reset benutzt, das tut mir sehr weh im Herzen. Unser Durchschnittstempo ist auf 222 km/h gesunken. Aber wir haben eine schöne Schnapszahl. Und Schnaps ist gut, deswegen passt das. Nein, war ein Spaß, Kinder, ich trinke nichts. So sieht's aus. Zurückgelegte Distanz 535 Kilometer. Oh yeah, man. Old Spanish Trail. Position gut machen. Acht. Auf geht's. Let's fucking go. Oh, die Police, Alter. Die hat... Eieiei, der klebt uns jetzt am Arsch, oder was? Ist die Frage, will ich mich mit der Polizei überhaupt beschäftigen? Oder will ich nicht lieber einfach an den Gegnern vorbeifahren? Oh Gott, geht der mir jetzt schon auf den Sack. Ich fahre ein bisschen im Gegenverkehr. Und ich werde jetzt hier mal mich ein bisschen... Jetzt kommt er, jetzt gebe ich Gas. Oh Gott, ich fahre hier ein bisschen scheiße. Oh Gott. Sofort in den fünften runter. Ja, der denkt, er kann was, aber der kann nichts. Die Frage ist, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Umschalten? Jetzt. Den fahren wir mal hinten drauf. Ah, scheiße. Jetzt muss ich mit Nitro ein bisschen nachhelfen. Jetzt, Baby. Jawohl, an den Rivalen können wir easy vorbeiziehen. Uiuiuiui. Oh Gott. Das war sehr schlecht. Das war eine Katastrophe. Das ist ein richtig, richtig, richtig schlechtes Rennen. Uiuiui. Jetzt ist die Frage, kann ich mit viel Turbo hier wieder was rausholen? Kann ich jetzt hier wieder was rausholen? Boah! Bam, Junge! Alter, ich habe nur noch 3 Kilometer. Und ich habe erst 6 von 8 Positionen, Alter. 5 von 8. Ach du Scheiße, ich werde hier von... Ich werde hier komplett durchgereicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Das habe ich versaut. Das habe ich richtig, richtig hart versaut. Das kann ich nicht mehr holen, oder? Nee. Ah, oh Gott, Moment mal, 8 von 8 habe ich, was? Wann habe ich denn die gut gemacht? Uiuiui, das war ja awesome. Uff. Ah, die Musik ist geil, muss man sagen, die Musik ist awesome. Beendet, Alter. Die Karre ist voll Schrott. Digga, da kriegst du auf dem Schrottplatz vielleicht noch 2,50 Euro für, Alter. Und da musst du es selber noch hinbringen, natürlich. Das holt keiner ab. Im Rennen erhalten XP, Alter. 500 XP, Alter. Mwah. Genial. Weiter so. Das sah zwischenzeitlich echt schlecht aus für mich. Aber irgendwie hat das Spiel da irgendwie dann zwei Fahrer dann da festgehalten in der Polizeisperre oder so. Und deswegen hat das dann funktioniert. Niki und Mila. Niki und Mila stammen aus unterschiedlichen Welten. Nachdem sie ihre Mutter verloren hatte, verbrachte Niki die meiste Zeit in der Garage, in der ihr Vater arbeitet als Mechanikerin für Milas wohlhabende Familie. Sie und Mila nahmen nebenan The Run teil, um zusammen eine luxuriöse Zeit zu genießen. Niki und Mila, Alter. Die machen wir mal so richtig platt. Wahrscheinlich. Ein Rennfahrer muss halt auch mal entspannen, ne? Aber The Run ist halt echt so ein Marathon, ne? Das ist kein Sprintrennen.
Alter. Ich sag dazu mal nix, ne? Alter Jack, ey. Der gönnt sich nicht nur den Sieg, sondern auch noch gleich die Trophäen mit, oder was? Unsere Narbe. What the fuck, Alter? Was passiert hier? Ist das ein Rennen oder... Also ein Rennspiel oder... Keine Ahnung, geht das hier gleich eine FSK 18 Version weiter oder was? Hier ist ja krank. Oh yeah, baby. Ab und zu triffst du auf Rivalen, die fortgeschrittener und aggressiver fahren. Besiege den Rivalen bis ins Ziel, um zu gewinnen. Besiege den Rivalen bis ins Ziel rein, Alter. Rein besiegt. Gewinnst du gegen bestimmte Rivalen, erhältst du außerdem einen Schlüssel zu ihrem Wagen. Geil, Alter. Geil, krieg ich die Karre gleich mit oder was? Kriege ich die Frauen auch gleich mit? Bam, Junge, Alter. Weg die Sau. So sieht's aus. Wupp, wupp. Die rammen wir einfach weg, die Nutten. Oh Gott. Uiuiui. Das war sehr knapp. Oh Gott. Was? Bitte was? Das war doch... Das war Bullshit. Den Stunt habe ich perfekt gemacht. Klar, ich bin da vorne in den Dingern gelandet. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht perfekt gefahren war. Und dass ich da nicht hätte weiterfahren können. So ein Bullshit. Da hätte ich locker weiterfahren können an der Stelle. So ein Quatsch. Das machen wir direkt nochmal. Eliminator-Rennen, werde Platz 150. Oh Gott, das war eine schlechte Route. Das war richtig scheiße. Das war richtig scheiße, ey. Fuck. Ja, Eliminator-Rennen, ich weiß es doch, Alter. Wow. Krass. Okay, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger fahren, Alter. Oh, Resets, noch drei übrig. Ansonsten muss ich die Kampagne wohl von vorne spielen, oder was? Okay, jetzt fahre ich ja mal ein bisschen besser. Einfach auf der Außenseite mit Nitro überholt. So will ich das. Ja, komm, hier kann ich das Nitro mal locker zünden, Alter. Alter, ich habe schon 3,4 Sekunden Vorsprung, Alter. Okay, das ist easy. Wenn ich jetzt die Karre sauber auf der Strecke halte, sollte das echt... Jawohl, Alter. Ja, aber, ui, das war gut. Das war gut, habe ich ganz leicht die Bande mitgenommen, aber wirklich nur ganz, ganz leicht. Ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt schön innehalten. Schön innehalten und jetzt schön wieder nach außen. Schön jetzt innen und... Jawohl, sauber. Easy Bridge, Alter. Das glaube ich, Jack. Das glaube ich. Oh ja, Mann. Ich werde auch gerade erst warm, Alter. Der Sommer wird auch gerade erst warm. Mein Essen in der Mikrowelle wird auch demnächst vielleicht warm. War ein Spaß, ich benutze nicht die Mikrowelle. Nikki Blade besiegt, Alter. Ich habe die Nikki Edition, Alter. Nikki Edition, hä, Baby? Wie gefällt dir das? Gott.
Mein Gott, ich darf mich nicht immer so ernst nehmen. Aber andererseits ist ja so vielleicht auch ein bisschen witziger. Als wenn ich das hier einfach monoton runtererzähle. So, jetzt haben wir den überholt. Wobei wäre vielleicht auch mal witzig. Ja, jetzt haben wir den hier ein bisschen weggerammt. Oh, das tut mir aber leid. Entschuldigung. Ja, jetzt gehen wir hier ein bisschen weiter in rein. Och, jetzt schön den Apex mitgenommen. Ich habe eine Gruppe Raser, die halten sich nach mir auf Code 3. 10 Positionen, die machen wir gut, hätte ich gesagt. Oh ja, da biegen wir ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Uiuiuiui! Boah! Uiuiuiui! Ah Gott! Yes, Baby, den sechsten Gang mit Nitro voll durchziehen einfach. Oh Gott, wie fahren wir das? Wie fahren wir das? Oh Gott, da kann ich ja gar nicht lang. Wow. Für mich auf der Rennstrecke war jetzt gerade nicht ersichtlich, dass ich da rechts abfahren muss. Das war für mich nicht ersichtlich. Das ist mir nicht klar gewesen. Scheiße. Hier, weil das sieht für mich so aus, als wenn es da vorne geradeaus weitergeht. Das war mir nicht klar. Lol, hat der Gegner da gerade da hinten auf uns gewartet? What the fuck? Was war das denn? Ah, weil es hier wieder zurückgeht oder was? Jawohl, und vorbeigemogelt. Oh Gott, wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Da! What the hell, Alter? Das war pures Chaos. Beendet. Heilige Scheiße. 139. Oh yeah. So, im XP erhaltene Rennen. Jawoll. Level 6. Fuck, wir schaffen es nicht mehr auf Level 7. Mist. The Run fortsetzen. Uff, Kinder, uff. Uiuiui. Uiuiui. Aber was kann ich großartig sagen? Aber für mich sah das gerade eben aus, also so aus, als wäre quasi in dem Moment, wo wir da hinten diese Linkskurve gefahren sind, als hätte das eine Fahrzeug in der Ecke auf uns gewartet, was halt irgendwie ein bisschen komisch ist, aber Achtung, alle Einheiten, gut, wer weiß. Checkt eure Displays für Spezialtaktik. Sollt in die Einheit, dabei. Lol, ich bin falsch gefahren. Hä? Ach komm, leck mich doch. Erwischt. Scheiße. Wir sind aber auch echt keine guten Fahrer. Aber ich hätte gedacht, ich müsste da irgendwie mich an dem vorbeimogeln. Dabei hätte ich links abbiegen müssen. Hallo, kannst jetzt hier mal weitergehen. Danke. Scheiße. Das war schlecht. Hier, guck mal, ich hatte jetzt gedacht, ich muss jetzt mich da irgendwie durchmogeln. Lol, okay. Lol, okay, das ist schon ziemlich nah. Uiuiui. Ja, okay, das haben wir locker geschafft. Easy, Alter, easy. Hä? Erwischt? Scheiße, was? Hä, was hätte ich denn da jetzt machen müssen? Er ist aus dem Wagen, er ist aus dem Wagen! Polizei! Keine Dummheit! Komm schon, los, los, los! Entkomme, Ding. Ich bin echt gefickt. Exakte Runde! Aufgepasst, Protect, Protect, Protect! Zurück! Das war hier aus, Rich! Schick mich hin, den ihr habt!
Jawoll, Alter, jetzt machen wir den platt mit einem Quicktime-Event. Fuck, das habe ich versaut. Bam, Junge. Jawoll, Alter, jetzt renne ich hier, Alter. Oh mein Leben, ihr Bitches. Hohoho, Digga. Ist eine coole Abwechslung, muss man sagen. Da kann ich jetzt nicht mal großartig was kritisieren. Ja, Mann, ich hämmer die Leertaste, Alter. Jawoll, Alter. Und der Tritt in die Fresse von dem Bullen, Alter. ACAP, Alter. Mehr oder weniger. Ja, ich hasse Hunde sowieso. Die konnte ich noch nie leiden. Jawoll, Alter, den Dreckshund abgewehrt. Eigentlich ganz cool. Wieso? Wo zur Hölle bin ich jetzt? Aber cool, dass da gar kein Kassierer auf uns wartet. LOL, ich hab... Hinüber. Ich hab kurz nicht aufgepasst. Scheiße. Aber gut, so eine echte Konsequenz für Versagen gibt's ja auch nicht. Oh Gott, ausweichen. Oh oh, oh oh, oh oh. Ducken. Oh nee, wegrennen. Das ist schon geil inszeniert, Alter. Da will ich gar nicht jetzt mal haten. Finde ich eine coole Abwechslung zum normalen Rennalltag. Entkommen, 500 XP. Digga, wie es hier aussieht, Alter. Digga, Alter. Hättet mal hier unseren Abi-Abschluss bei sehen sollen. Der sah es genauso hinterher aus. So sieht's aus. Was? Egal. Auszeichnungen. Im Rennen erhalten XP, Alter. So. Resets übrig. 9. So sieht's aus. Glückwunsch, Fahrstufe 7, Alter. Come and get me, ey. Windschatten? Du kannst jetzt Windschatten anderer Racer nutzen. Fahrt dazu dicht in der... Wir hatten bisher keinen Windschatten? Okay. Wieder was gelernt. The Run fortsetzen. Toll. Etappe 3. San Francisco. Von North Shore Road zu North Shore Road. Was? Alles klar. Gleich einfach zweimal. Ah, wir sind ganz schön am Arsch. Oi, jetzt haben wir ja aber die volle Auswahl. Aston Martin. Oi, wir haben einen Lamborghini, Alter. Und wir haben nochmal. Alter, ja, ganz ehrlich, also da gibt es ja keine zwei Meinungen, oder? Also, wenn ich jetzt nicht den Lamborghini Gallardo nehme, Alter, dann bin ich ja kein. Dann bin ich kein richtiger Mann, hätte ich gesagt, oder? Wobei natürlich so ein Porsche 911 hat natürlich schon nochmal einen ganz. Hat natürlich auch nochmal seinen besonderen Flair. Das stimmt schon, aber so ein Lamborghini, da kann ich einfach nicht nein sagen. Das ist auch mit Abstand der, ja, wie soll man sagen, der beste von denen, ne? Also ganz ehrlich, für mich gibt's ja gar keine zwei Meinungen. So, da, ja, auch es, also die anderen Wagen, ich will die gar nicht schlecht reden, aber so ein Lamborghini hat für mich immer schon so was Besonderes gehabt. Deswegen nehme ich den, Alter, let's fucking go. Der ist anspruchsvoll zu fahren, pff, soll mir egal sein, Alter. Ich bin ein anspruchsvoller Fahrer, deswegen passt das. Oh yeah, Alter. Freigeschaltet. Nevada-Träume-Challenge-Serie. Freigeschaltet. K&N, Alter. Die Kila und Niki-Serie oder was, Alter. Da kannst du dann anschließend dann noch das nach dem Rennen noch beenden, Alter, oder was. Okay, Autolog-Vergleich. Erster Rang gegen meine Freunde. Jawohl, Alter. Zum Glück habe ich keine. Damit könnt ihr mich alle mal, ihr Lutscher. So, Alter. Nächste Etappe starten. Gar kein Problem. Let's go. Jetzt, Alter, mit dem Lambo, Alter. Lambo, Alter. Lamborghini. Oh, yeah, Mann. Desert Hills. Obwohl, ob da so ein Lambo so gut ist, sei jetzt mal dahingestellt. So, meine Gesamtzeit beträgt 40 Minuten und 42 Sekunden. So, würde ich mal sagen, Alter. Nächste Location. Auf geht's. Es lädt. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Es lädt, es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Ah, es ist schön, aber es ist ein geiles Spiel. Macht unfassbar viel Spaß.
Und das hatte ich schon längere Zeit nicht mehr, dass ich wirklich Spaß bei dem Game hatte. Du musst dir ein bisschen Zeit vormachen. So, jetzt muss ich hier mal ordentlich den Windschatten nutzen, hätte ich gesagt, oder? Jawoll, Alter. Oh Gott. Oh Gott, ich muss wieder rüber. Nein! Ich wurde rübergedrängt. Scheiße. Zerstört. Ich wurde halt abgedrängt von den Wichsern, ne? Ich wollte das gar nicht. Ich muss in den Windschatten kommen. Wenn ich dann einmal im Windschatten bin, dann muss ich... Oh, der hat nur 6 Gänge. Okay, dann muss ich drauf achten. Sauber überholt, macht nichts. Oh Gott, du willst niemals den Bodenkontakt verlieren mit einem Rennfahrzeug. Jawohl, Alter, und jetzt richtig geil raus beschleunigen. Digga, aber ich muss sagen, dieser Nachtwechsel ist halt schon geil. Ja, guck mal, hier kann ich locker neben die Kurve. Locker. Ja, komm, schön außen. Schön außen die Gegner überholen. Aber dafür habe ich nicht genug Speed. Ich muss zurück in den Windschatten. Oh Gott, 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 uiuiui. Der hätte ich abkürzen können, egal. Abkürzen ist was für Schürzen, was? Oh Gott, uiuiui, das war super knapp. So, und jetzt will ich in den Windschatten von dem Kollegen nach vorne. Jawohl, ich bin im Windschatten. Noch 1,8 Kilometer, es ist egal. Jawohl, und jetzt hier schön außen, 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 ja! Ja, sehr geil. Genau so wollte ich das. Und jetzt hier schön in den Turbo, in die Kurve reinlegen. Da habe ich mich ein bisschen verschaltet, ich hoffe, das ist nicht schlimm. Uiuiui, jetzt muss ich hier absolut das sauber zu Ende fahren. Yes. Yes. Ja, einmal hat's mich in die Wand gefickt. Oder in den Gegenverkehr, besser gesagt. Scheiße. Ah, oh, 129. Nice. Geil, 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 geil. Oh, da muss ich direkt mal einen Schluck trinken, Alter. Trinken ist wichtig, Leute. Ja, ein Rennen machen wir auf jeden Fall noch, oder? Auf jeden Fall. Das sei uns gegönnt. Oh, uiuiui, da sind wir aber auch gut den Cops entkommen da in Las Vegas, ne? Marcus Blackwell. Marcus stammt aus einer Chicagoer Familie. Seine Leidenschaft für Autos wird von seinem Onkel finanziert, der alle Fäden zieht. Ja, schön. Den Rest konnte ich nicht lesen, weil ich wollte es in Ruhe. Ich, also hätte ich es natürlich im Kopf gelesen, wäre es schneller gewesen, aber. Ja, naja, egal. Let's go, Alter. Das war ein Brake-Test. Jetzt, Alter, dem Markus machen wir dort, den spielen wir doch kinderleicht an die Wand. Mache Zeit gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, uiuiui, das war. Uiuiui. Oh Gott, das wird nichts mehr. Fuck! Scheiße! Mist. Das war ein Fahrfehler. Zu langsam. Ja, das war ein Fahrfehler. Ich weiß schon. Scheiße. Boah, das ist jetzt schon ein bisschen nervig. Ja, aber das war von mir ein Fahrfehler. Da kann ich niemand anderem außer mir einen Vorwurf machen. Völlig zu Recht. Scheiße. Scheiße.
Hier, der lenkt überhaupt nicht. Ja. Unglaublich, ja, das sagt das Spiel auch. Oh yeah, baby! Uiuiui! Das war unglaublich geil. Unglaublich geil gefahren von mir. Falls einer fragt, ob ich ja weiß, was ich tue, nein. Boah! Oi, 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 Alter. Bruder, Oh Gott, oh Gott, uiuiuiui, und Gegenverkehr. Bitte jetzt kein Gegenverkehr, Glück gehabt. Bruder, die verlangen jetzt mittlerweile schon ganz schön was von mir, beendet. Uff. Gleiche Position wie beim letzten Mal, nice. Aber wir haben es geschafft, alle Auszeichnungen im Rennen erhaltene XP, jawohl. Yes, baby. Resets übrig 4, The Run fortsetzen. So sieht's aus. Ich würde sagen, ein Rennen machen wir ausnahmsweise mal noch. Ein Rennen mache ich noch. Auf geht's. Nächste Location, Rockville. Jawohl, das fühle ich. Rockville, das fühle ich. Eieiei. Wie gefällt euch das Spiel bisher so? Würde mich mal interessieren. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie das Video ankommt. Vielleicht wird's ja geil, wer weiß. Mal gucken. Diese Route spart Zeit und Gefahren. Ja, und die fahren anscheinend auch alle andere. Oh Gott, der fünfte Gang war etwas sehr optimistisch. Oh Gott, Alter, ich sehe ja gar nichts, Alter. Ja, sauber überholt. Oh Gott, Alter, aber die Rennen werden auf jeden Fall anspruchsvoller. Oh Gott, uiuiui, war das geil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war nicht perfekt gefahren. Das weiß ich selber. Oh Gott, das wird nichts von der Zeit her, oder? Uiuiui, jetzt muss ich gut fahren. Jetzt muss ich hier schön viel Zeit gut machen in den Passagen. Dammit, Alter. Dammit, da war nicht genug Turbo da. Oh, schön in die down die inside, Alter. Gott, noch 4 Kilometer habe ich für 3 Positionen. Das sollte schaffbar sein. Gott, das. Ne, jetzt hier nicht die Bullen, bitte. Das. Oh Gott, ich sehe ja gar nichts. Oh ne, das ist jetzt richtig scheiße. Kann ich auch von ihm Windschatten erhaschen? Nice. Ich
Scheiße, der erste kommt da hinten davon. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, du dummer Hurensohn! Komm schon, komm schon, komm schon! Gott, der wird außen so eine viel bessere Beschleunigung gehabt haben als ich. Aber ich glaube, ich kann das hier durchziehen. Oh ja, Baby, wir haben es geschafft. Yes. Uff. Uff, uff, uff. Beendet, Alter. Heftig, nice. Sehr gut. The Run-Position 119. Yes! Wir machen Fortschritt, so will ich das sehen. Im Rennen erhalten XP 1400. Jawoll, Alter. Nice. Wupp, wupp. Sehr cool. Ich würde sagen, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder mit dabei. Und ja, mehr kann ich gar nicht sagen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Aber ich find's geil. Geiles Game. Tschüss.